Danke, Frau Präsident, geschätzter Herr Bundesminister, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Wie wir heute bereits mehrmals gehört haben, übt nicht nur der Budgetdienst des Parlaments, sondern auch Abgeordnete in diesem Haus Kritik am Justizbudget im Hinblick auf den Grundsatz der Budgetwahrheit, nachdem also sowohl Ein- und Auszahlungen seit Jahren zu niederbudgetiert sind. Und das lässt eben auch Vergleiche hier im Budget leider kaum zu, beziehungsweise ist die Aussagekraft hier sehr gering. Und das ist schade, denn gerade ein wirksames Controlling würde hier voraussetzen, dass man tatsächlich auch annähernd diese Zahlen budgetiert, wie sie dann erreicht werden. Und das ist, wie gesagt, vorsichtig formuliert, sehr schade. Ein paar Worte zur Wirkungsorientierung. Das Wirkungsziel im Justizvoranschlag wurde definiert mit Sicherstellung der organisatorischen, personellen und sachlichen Voraussetzungen für eine geordnete Rechtsverfolgung und Rechtsdurchsetzung durch die Justizverwaltung. Und die hier angeführten Kennzahlen wurden grundsätzlich einmal erreicht, sieht man jetzt also von der Beschwerdequote bei den Justizombudsstellen ab. Hier dürfte zumindest beim Zielwert für 2017, Herr Bundesminister, die Kommastelle verrutscht sein. Aber ich möchte schon hervorheben, die Kennzahl bezüglich der Anzahl der Bezirksgerichte mit weniger als 4 Richtern. Und das ist Ihnen, Herr Bundesminister, geschuldet, weil Sie ja auch immer wieder betonen und hervorheben, es wird künftig in absehbarer Zukunft keine weiteren Gerichtsschließungen oder Zusammenlegungen geben, was wir auch befürworten durchaus. Diese Kennzahl halte ich aber im Hinblick auf diese kaum stattfindende Veränderung für nicht sehr gehaltvoll. Hier wäre also, hier ist die Kennzahl bezüglich Teamassistenz durchaus treffender, aber auch die geschaffenen Service Center oder der in Erprobung stehende elektronische Akt, Stichwort Justiz 3.0, würde sich hiermit in Hinblick auf die künftige Entwicklung durchaus besser eignen und wäre auch aussagekräftiger, wenn man hier ein bisschen auf die Verfahrensdauer hinwirkt. Ein Stichwort ist auch die Strukturoptimierung in der Gerichtsorganisation, das im Wirkungsziel 4 festgehalten ist. Strukturoptimierung bedeutet rasche Entscheidungen, bedeutet rasche Rechtssicherheit. Das ist gut für die rechtssuchende Bevölkerung, das ist gut für die Wirtschaft. Es bedeutet auch, so wenig Schnittstellen wie möglich zu haben. Es bedeutet kurze Aktenläufe, auch innerhalb der Organisation. Und es bedeutet auch klare und gute Vertretungsregelungen bei den Mitarbeitern. Schaut man sich das Planstellenverzeichnis an, ist erkennbar, dass insgesamt bei den Planstellen ein minimaler Rückgang zu verzeichnen ist. Und wir haben, Herr Bundesminister, erst vor 2 Wochen hier im Haus beschlossen, eine Änderung des Rechtspflegergesetzes, die eine Kompetenzverschiebung unter anderem auch im Außenstreitbereich mit sich gebracht hat. Das bedeutet also, Kompetenzen verlagert von den Richtern hin zu den Rechtspflegern. Und im Zuge der Begutachtung ist auch eine Stellungnahme eingelangt. Ich glaube, das war das Oberlandesgericht Graz, das uns mitgeteilt hat, dass derzeit bereits über 60 Rechtspfleger im Außenstreitbereich fehlen. Und im Ausschuss nachgefragt, haben Sie dann mitgeteilt, es wird also zusätzliches Personal derzeit nicht geben. Man schaut sich das einmal an. Ja, das ist auch richtig so, dass man sich das einmal anschaut. Aber ich möchte schon darauf hinweisen, gerade in diesem Zusammenhang, die Rechtspflegeausbildung dauert 3 bzw. 5 Jahre, je nachdem, wo Sie dann eben die Mitarbeiter rekrutieren. Und da sollte man durchaus ein Auge darauf haben. Ich darf abschließend feststellen, dass, Herr Bundesminister, gerade im Bereich der Gerichte alles steht und fällt mit den Mitarbeitern, mit gut ausgebildeten, mit gut motivierten Mitarbeitern. Es darf künftig daher in Ihrem Bereich keine weiteren Personaleinsparungen mehr geben. Sie haben das selbst ja auch immer wieder betont, Sie werden das nicht mehr mittragen. Es darf keine Engpässe bei der Ausbildung geben, weder beim richterlichen, bei den richterlichen Mitarbeitern als auch bei dem nichtrichterlichen Personal. Und man sollte, wie ich das bereits erwähnt habe, auch die Kennzahlen noch einmal durchforsten, auch im Hinblick darauf, dass die Entwicklung künftig eine andere sein wird. Stichwort Justiz 3.0. So, Hermann Brückel von der FPÖ. Er ist übrigens selbst Diplomrechtspfleger.